Hallo meine Lieben, hallo YouTube. Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um was ganz Besonderes und zwar um ein Josephine Wall Bild von Diamond Painting Deutschland. Das ist mein zweites Bild. Ich habe schon ein Bild gekauft gehabt, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Lust drauf, sondern ich bin einfach verliebt in dieses Bild. Fly Me to the Moon. Ich kann das euch mal einblenden und ja, dieses Bild finde ich einfach so toll und musste es einfach haben. Und ich will es einfach auch. Ich habe es auch in einem China-Shop bestellt, also personalisieren lassen. Aber ich wollte das Original auch haben, weil ich die Künstlerin unterstützen möchte und weil ich das Bild einfach so toll finde und ich einfach ein Josephine Wall-Bild unbedingt machen will. Lass uns am besten gar nicht mehr lange drum rumreden, sondern fangen wir einfach mal direkt an. Ich würde das hier einfach mal aufmachen. Und da ist das Bild schon drin. Das gute Stück. Also, die Farben. Das sind drei ganze Packs. Und ja, ich habe ja auch noch einen Stift bestellt, stimmt. Den hier. Den fand ich auch richtig cool, weil er so geschwungen ist. Mega. Und was zu naschen ist auch mit dabei. Richtig cool. Ja, also gucken wir uns mal die Steine an. Einfach drei Tüten. Mega. Sehen richtig gut aus, die Steine. Das Bild hat 220 Farben. Und das werde ich auch nachher abkitten, beziehungsweise anfangen. Mal gucken, wie weit ich komme. Weil 220 Farben abzukitten dauert schon recht lang. Dann haben wir hier das Toolkit. Ist ein Mosfa-Schiffchen mit einer Pinzette. Mit einem Viereraufsetzer, den kann ich gleich für den Stift benutzen. Ein Stift mit Squishy. Da gibt es einen Trick, den raufzuziehen. Und zwar nehme ich dann einfach den Rest, das Ende mit dem Fingernägel und dann ziehe ich das einfach runter. Und schon ist er drauf. Viele haben ja Probleme damit. Und ja, ich habe da den Trick rausgefunden, sozusagen. Dann haben wir noch eine Pinzette. Eine richtig gute Pinzette, aber keine spitze, sondern so eine flache. Flach vorne. Dann haben wir noch einmal einen Herzwachs. Ich finde, das ist ein bisschen wenig für das Bild, ehrlich gesagt. Also man kann damit bestimmt auskommen für das Bild, aber sogar andere Shops stellen, machen besseres Wachs oder mehr Wachs rein. Und da hätte ich gedacht, bei so einem großen Bild, dass da vielleicht ein bisschen mehr Wachs drin ist. Dann das Mosfa-Schiffchen, das ist jetzt halt hier unten auch nochmal geriffelt. Das heißt, wenn man paintet, kann man das auf die Fläche drauf, also sollte man eigentlich nicht, aber man kann es auf die Klebefläche legen und dann kriegt man das wieder einfacher ab. Ja, das ist schon das Geheimnis. Und ein Viereraufsatz. Einen von den schmalen. Und
Ja, gucken, was meine Stifte angeht, die ich bestellt habe. Kommt hier in so einer richtig coolen Tasche an. Oh ja, der ist schön. Der fühlt sich richtig gut an. Und was mich wundert, ist, dass da jetzt ein dicker Dreieraufsatz drin ist und ein Vierer dünn mitgeliefert wurde. Ich mache natürlich den dünnen rauf, weil ich damit besser arbeiten kann. Mit dem dicken geht es eigentlich, ach, es geht auch, aber nee, ich mag lieber die dünnen, so wie die meisten, würde ich sagen. Ja, das war's in dem Toolkit. Packen wir das mal wieder ein. Ja, und dann haben wir noch die Legende. Da steht drauf, wie viel, also was für eine DMC-Nummer die Farben haben und was für eine Menge, wie viele Steine da drin sind und wie viele Packs. Ja. Und das ist Wahnsinn hier, die beiden. So, dann haben wir noch Sticker, damit wir die Döschen schön bekleben können. Ja, ich werde die auf jeden Fall dann nach Farbe sortieren. Die Symbole, also die Farben dann. Ja, so mache ich das. Aber kommen wir jetzt mal zum Bild. Das ist das Spannendste von allen. Ach so, also abkitten werde ich das Ganze in dieser Box hier. Die ist von Art Dot. Und das ist kein Sponsoring. Ich mache das jetzt einfach so, weil ich den cool finde, zeige ich euch das. Und zwar hat er 240 Farben, also Slots. Einmal hier oben. Dann kann man den wieder zumachen. Und dann ist hier unten sind dann auch noch mal zwei Fächer. Also so. Ja, und da kommen meine Josephine Wall Steine rein. Dann habe ich nämlich alle beisammen. Weil bei dem anderen, was ich schon abgekittet habe, was ich eigentlich anfangen wollte, dann aber doch nicht gemacht habe, da habe ich unterschiedliche Containersysteme genommen. So, kommen wir mal zum Bild. Holen wir das Bild mal raus. Es ist auf jeden Fall riesig. Wir rollen es mal aus.
Das ist das Bild. Mega groß. Und ja, ich freue mich so. Oh. Da freue ich mich riesig drauf, das Projekt. So, ich versuche das mal für euch ein bisschen aufzumachen, dass ihr das Ganze auch sehen könnt. Da ist schon eingerissen, das wollen wir natürlich nicht. Das ist der obere Teil. Weiter geht leider nicht. Aber ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Und ja, in diesem Bild ist tatsächlich ein bisschen Colorblocking vorhanden. Das ist ja ganz angenehm. Und ich bin echt super gespannt, wie das Bild zu painten sein wird. Ja. Ich kann auf jeden Fall noch mal rangehen. Könnt ihr ein bisschen sehen. Es ist viel Konfetti, aber dafür sind die Bilder ja bekannt und dafür, das ist ja so eine Art Challenge auch und Leute kaufen ja extra auch die Bilder, damit sie diese Challenge halt machen können untereinander. Finde ich auch richtig cool. Ich werde da auch in so eine Gruppe reingehen. Ja. Das ist schon mal die eine Seite. So, jetzt kommen wir zur anderen Seite. Noch viel mehr Konfetti. Aber ich freue mich darauf, riesig, auf dieses Bild. Und werde es auch bald anfangen. Aber das muss ich oben an meinem Tisch machen und nicht auf dem Sofa. Ich paint ja sonst immer auf dem Sofa. Ich weiß, es ist nicht gut für den Rücken, aber ich habe eh schon Probleme mit dem Rücken. Warum dann auch nicht das noch machen? Ja, sozusagen. Und ja. Mal gucken. Entschuldigung. Mal gucken, wo, wann ich dazu komme, das Bild zu painten. Weil ich nämlich gerade Besuch habe und das blöd finde, wenn ich hier oben am Tisch sitze und er halt unten und zockt. Ja, von daher deswegen auf dem Sofa und das geht mit dem Bild halt nicht. Deswegen mal gucken. Bin gespannt. Ja, ich versuche noch mal das hier. Ich mache euch noch mal diese Seite auf. Dann kann man das Bild doch noch mal ganz sehen. Das glaube ich noch ein bisschen besser. So, so kann man das Bild ganz gut erkennen. Ja,
Ich liebe das Bild. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Bild auch mögt oder ob ihr das kennt, ob ihr es vielleicht schon selber gepaintet habt. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Und ja, ich würde mich riesig darüber freuen. Auch über ein Abo. Und macht's euch noch gut. Also einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem. Und ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Damit sage ich, bye bye.